Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Mainova Recht und Wissen. Strom und Gas, das sind alles wichtige Versorgungselemente für ein Unternehmen. Nur die Kosten für Energie werden immer teurer. Das liegt nicht nur daran, dass in den Betrieben mehr verbraucht wird, sondern weil ganz allgemein verschiedene Faktoren derzeit den Preis nach oben treiben. Wir erklären Ihnen heute, wie Sie in Sachen Energiebeschaffung vorgehen sollten. Und wie immer habe ich mir hierzu einen Experten der Mainova eingeladen. Heute ist es Armin Kammler. Er ist tätig im Bereich Geschäftskundenvertrieb und vor allem auch in der Kundenbetreuung. Schön, dass Sie da sind, Herr Kammler. Danke für die Einladung. Herr Kammler, viele Einkäufer denken beim Thema Energiebeschaffung zuallererst an die Kosten, was sicherlich auch richtig ist. Viele vergleichen dann auf verschiedenen Portalen und am Ende entscheiden sie sich womöglich dann auch tatsächlich für einen Wechsel. Ist das die richtige Herangehensweise? Also Vergleichsportale sind in der Regel nicht schlecht, aber nicht für Geschäftskunden gemacht. Und warum ist das so? Weil auf Vergleichsportalen finde ich Preise mit langen Gültigkeiten. Es sind Preise, die alle verschiedenen Preisbestandteile beinhalten. Also verschiedene Preisbestandteile wie Umlagen, staatliche Abgaben, Netzentgelte und die Energiekosten, die sind nur ein Bestandteil dieses Preises. Sie kennen das von Ihrer privaten Rechnung. Da sehen Sie zum Beispiel 32 Cent, die ausgewiesen sind und die auch abgerechnet werden, obwohl an der Börse ein Preis von 11 Cent zum Beispiel gehandelt wurde. Also der Energiepreis, der reine Energiepreis von dem gesamten Kostenblock auf Ihrer Stromrechnung, der macht nur ein Drittel aus. Passen Sie also bitte auf bei dem Blick in Vergleichsportalen und vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen. Welche Vertragsarten gibt es eigentlich im Bereich Energiebeschaffung? Es gibt sogenannte All-Inclusive-Verträge mit integrierten Preisbestandteilen. Hier sind dann auch wirklich im Abrechnungspreis alle Preisbestandteile eben halt integriert, also alle Umlagen, staatliche Abgaben, Steuern, die Netzentgelte und auch der Energiepreis. Diese Preismodelle kennen Sie aus dem privaten Bereich. Wir gucken wieder auf Ihre Stromrechnung zu Hause. Das sind Preismodelle, wo der Angebotspreis eine relativ lange Gültigkeit hat. Diese Preisbestandteile beinhalten aber leider auch Risikoaufschläge für diese lange Preisbindung. Und damit sind die relativ teuer. Dann gibt es Festpreismodelle mit desintegrierten Preisbestandteilen. Hier konzentrieren wir uns auf den Energiepreis. Alle Preisbestandteile, wieder diese Steuern, Abgaben und Umlagen, auch die Netzentgelte, die können wir sowieso nicht verhandeln. Die werden 1:1 auf der Rechnung ausgewiesen und auch schon im Angebot ausgewiesen. Und diese Preisbestandteile geben wir auch immer 1:1 an Sie weiter. Wir konzentrieren uns auf den Energiepreis. Wir kaufen Ihre Energie am Energiemarkt ein, zu einem hoffentlich interessanten Zeitpunkt, und fixieren diese Preise. Und zwar für 12, 24 oder 36 Monate. Dieses Preismodell hat noch einen Vorteil. Wenn die Umlagen zum Beispiel sinken, profitieren Sie davon. So war es 2022, wo die EEG-Umlage auf fast 3 Cent gefallen ist. Und als drittes gibt es noch die Möglichkeit, Tranchen einzukaufen. In dem Moment kaufen Sie also Ihre benötigte Energie nicht an einem Tag ein, sondern an 10 verschiedenen Tagen. Jetzt sind Sie ja auch im Bereich Kundenberatung tätig. Was fällt Ihnen da auf bei Einkäufern? Welche Fehler werden da gerne mal gemacht, wenn es um die Energiebeschaffung geht? Ja, also ich denke, der offensichtlichste Fehler, den man machen kann, oder den Fehler, den ich am meisten sehe, dass die Volatilität des Energiemarktes einfach unterschätzt wird. Also dann habe ich einen Energieeinkäufer zum Beispiel mir gegenüber, der legt dann fest für sich, am 6. Dezember machen wir unsere Stromausschreibung. Komme, was da wolle, ist dann egal. Dann werden zum Beispiel 3 verschiedene Energieversorger werden am 6. Dezember ihre Strompreise abgeben. Als Einkäufer vergleiche ich diese Preise und die Preise werden sich dann unterscheiden auf der Nachkommastelle. Ich will damit sagen, der Einkaufszeitpunkt, das ist eigentlich das Wichtigste. Und es ist nicht unbedingt wahnsinnig wichtig, sich unter 5 verschiedenen Energieversorgern sich den günstigsten rauszupicken. Herr Kammler, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
Ja, meine Damen und Herren, wir nehmen also mit, bei der Beschaffung von Strom und Gas lohnt es sich, den Markt etwas im Blick zu behalten. Und als Energieunternehmen hat die Mainova natürlich den Markt tagtäglich im Blick. Deshalb sollten Sie sich informieren wollen. Die Mainova bietet hier ausreichend Informationen an. Zum Beispiel gibt es das Marktblitz-Video. Das ist eine Kurzanalyse, die einmal im Monat veröffentlicht wird. Oder aber Sie abonnieren den Weekly-Newsletter. Da bekommen Sie jede Woche Ihre Informationen zum Marktgeschehen. Oder aber, auch das ist eine Möglichkeit, Sie nehmen persönlich Kontakt auf zu Armin Kammler. Der steht Ihnen natürlich auch sehr gerne beratend zur Seite. Wie immer, alle Informationen gibt es unter www.mainova.de. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.